Guten Morgen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen und werde stellvertretend für das gesamte Vorbereitungsteam eine kleine inhaltliche Einführung geben. Herzlich willkommen Ihnen vor Ort in Leipzig. Herzlich willkommen allen, die sich digital zugeschaltet haben. Wir haben gerade gehört, wie viele das sind. Wir sind insgesamt fast 500 Menschen. Gottes starke Töchter. Der Titel unserer Tagung ist ein Statement. Frauen verstehen sich schon lange nicht mehr als das schwache Geschlecht, wenn sie es denn jemals getan haben. Sie treten weltweit für ihre Rechte ein, auch in der katholischen Kirche. Sie erwarten und sie fordern Geschlechtergerechtigkeit, auch in der katholischen Kirche. Denn es ist schlicht nicht einzusehen, dass dort, wo die Freiheit der Kinder Gottes herrschen sollte, Frauen fundamentale Freiheits- und Entfaltungsmöglichkeiten verwehrt werden. Gottes starke Töchter melden sich zu Wort, weltweit. Das ist gut und das ist wichtig. Gut und wichtig für die Frauen und gut und wichtig für die katholische Kirche. Deren misogyne Tradition ist immer noch sehr dominant. Die kirchlichen Beharrungskräfte sind immens. Auch im 21. Jahrhundert noch sind Frauen von wesentlichen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. In der Pastoral treffen sie auf große Widerstände. Viele machen Gewalterfahrungen. Ihre Berufungen werden nicht anerkannt. Leitungsämter werden ihnen verwehrt. Einzig und allein deshalb, weil sie Frauen sind. Und weil Männer qua Lehr- und Leitungsamt beanspruchen zu definieren, was gut für die Kirche und was gut für die Frauen ist. Dass das keine Diskriminierung sei, wie es in kirchlichen Texten mit schöner Regelmäßigkeit heißt, überzeugt mich nicht mehr, Sie vielleicht auch nicht mehr. Im Gegenteil, Diskriminierung liegt ja dann vor, wenn Menschen aufgrund eines gruppenbezogenen Merkmals, zum Beispiel ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihrer Hautfarbe, schlechter behandelt und in ihren Rechten eingeschränkt werden. Die nach- und untergeordnete Rolle, die Kirchenmänner, Kirchenfrauen zuweisen, erfüllt alle Kriterien solcher geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Die römisch-katholische Antwort auf die Frauenfrage überzeugt nicht nur nicht mehr, sie ist zu einem Ärgernis geworden. Sie treibt Frauen aus dieser Kirche heraus, und zwar weltweit, das ist kein europäisches Phänomen. Wenn die katholische Kirche keine bessere Antwort auf die Frauenfrage findet als bisher, sieht ihre Zukunft düster aus. Die Frauenfrage ist zur Zukunftsfrage der katholischen Kirche geworden, weil in der aktuellen Antwort die Glaubwürdigkeit, also der ideelle Kredit dieser Kirche, in Frage steht. Man kann nicht nach außen die gottgeschenkte gleiche Würde aller Menschen verteidigen und zugleich im kirchlichen Binnenraum anders handeln. Das widerspricht der fundamentalen christlichen Überzeugung von der Gottebenbildlichkeit aller Menschen, aller Geschlechter und der gleichen Würde aller Getauften. Für Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft einzutreten, ist deshalb kein Luxus westlicher Gesellschaften, kein Neokolonialismus gegenüber Kulturen, denen man die Gleichstellung der Frau nicht zumuten dürfte. Für Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft einzutreten, bedeutet, für ein humanes Gut einzutreten, wo immer es gefährdet ist. Es bedeutet, die gottgeschenkte Würde aller Menschen zu verteidigen, auch innerhalb der eigenen religiösen Tradition und auch gegenüber religiösen Autoritäten. Die Rückmeldungen zur Weltsynode waren diesbezüglich eindeutig. Katholikinnen und Katholiken auf der ganzen Welt erwarten von ihrer Kirche Geschlechtergerechtigkeit. In allen 7 Abschlusspapieren der kontinentalen Phase kam das zum Ausdruck. Weltweit steht die traditionelle katholische Verbindung von Macht, Weihe und Geschlecht in Frage. Katholiken aus Ozeanien haben das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie beklagen, Zitat,
Misogynie und Sexismus, insbesondere durch den Klerus. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Der Zeitpunkt unserer Tagung ist nicht zufällig gewählt. Wir stehen am Beginn der letzten Phase der Weltbischofssynode. In 3 Wochen werden in Rom 375 Menschen zusammenkommen, um zu beraten und einzuüben, wie die römisch-katholische Kirche synodaler, also kommunialer, partizipativer und missionarischer werden könne. Die meisten von diesen Menschen sind Bischöfe. Außerdem werden rund 100 Priester, Ordensleute und Laien erwartet, 54 davon Frauen. Einige BeraterInnen und Mitglieder der Synode sind auch heute hier in Leipzig. Wir wollen den SynodalInnen die Begeisterung und den Frust, die Erwartungen und die Erfahrungen mitgeben, die KatholikInnen weltweit umtreiben. Wir wollen heute und morgen Gottes starke Töchter zu Gehör bringen. Und dazu haben wir ein dichtes Programm vor uns. Wir stellen zunächst die Frauenfrage explizit in den Kontext der Weltsynode. Wir sprechen dann über Berufe, Dienste und Weiheämter für Frauen. Wir fragen nach Frauenbildern und Männerbildern, nach Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Wir stellen auch Strukturfragen. Wir bringen Frauen in Leitungsämtern ins Wort. Und das Abschlusspodium führt unsere Überlegungen zusammen. Die Frauenfrage als Zukunftsfrage der katholischen Kirche. Wir tun das in Leipzig, mitten in Europa, aber wir haben es schon gehört, unsere Konferenz führt Menschen aus aller Welt, aus allen Kontinenten zusammen. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen dazu. Dass diese Tagung stattfinden kann, ist natürlich nicht selbstverständlich. Wir haben vielen, vielen Menschen und Organisationen zu danken, die das möglich gemacht haben. Ich will einige unserer KooperationspartnerInnen nennen und ich glaube, man kann das auch einblenden, wer dabei ist. Wir haben zu danken den KooperationspartnerInnen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Da ist Frau Vielhaus hier. Wo ist sie? Einmal aufstehen. Dankeschön. Vom Katholischen Deutschen Frauenbund ist Frau Zeilmann da. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Von der Allianz Gleichwürdig Katholisch sind, glaube ich, einige da. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel einmal Helena Jeppesen stehen. Sie ist dort hinten. Und vom Catholic Women's Council sind eine ganze Reihe da und auch die Übersetzerinnen sind in diesem Verband miteinander verbunden. Regina Franken-Wendelsdorf ist die auch schon hier unter uns. Sie kommt noch. Auch das ist ein ganz starker Kooperationspartner. Und wir danken unseren Unterstützerinnen noch einmal der KfD und dem KDFB. Dann der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, der Pax Bank, der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz, da ist die Frau Asa Steger auch unter uns. Der Herbert-Haag-Stiftung, da ist Ute Leimgruber unter uns, die Sie gleich auch noch hören werden. Missio Aachen, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Und ich habe vorhin bei den Partnerinnen noch vergessen, die katholische Frauenbewegung in Tirol, da ist die Frau Viehalder hier. Auch da gerne einmal aufstehen. Und wie immer gibt es Menschen und Organisationen, die gerne unterstützen, aber nicht genannt werden wollen. Unser Dank gilt auch Ihnen. Und unser großer Dank gilt den Referentinnen und Referenten, die buchstäblich aus aller Welt gekommen sind, uns heute und morgen ihre Gedanken, ihre Gegenwart schenken. Und wir danken helfenden Händen vor Ort. Da habe ich Jette Hollmann und Johanna Birkefeld, die sind ganz hinten im Eck, die beiden jungen Damen, die bei Fragen und Kommunikationsschwierigkeiten zur Technik gerne zur Verfügung stellen. Ja, die Übersetzerinnen haben wir noch nicht genannt. Die können Sie nicht sehen, die können Sie hören, die sind alle digital mit dabei, die leisten wirklich eine Mammutaufgabe. Auch Ihnen ein ganz herzlicher Dank und ein großer Applaus. Wer ist das Wir, von dem ich die ganze Zeit spreche? Ich möchte gerne unser Team einmal hier nach vorne bitten und
Das sind die Kolleginnen Margit Eckhold von der Universität Osnabrück, Johanna Rahner von der Universität Tübingen, Dorothea Sattler von der Universität Münster, wo ist sie? Ganz hinten, glaube ich. Da ist sie, genau. Agnes Wuckelt von der Katholischen Hochschule NRW ist leider erkrankt, aber sie möchte ich inhaltlich doch nennen. Schwester Philippa sitzt, glaube ich, ganz hinten. Maria Sibylle Bienentreu ist auch unter uns und natürlich Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und Jonathan Burger, ohne den wir diese gesamte Koordination, Kooperation überhaupt nicht auf die Beine bekommen hätten. Auch er kommt einmal bitte nach vorne. Während Sie einmal Danke mit Applaus zollen, bevor die Tagung überhaupt so richtig losgeht, Sie wissen ja noch gar nicht, was kommt, stellen wir uns einmal zum Gruppenfoto auf. Da haben wir nämlich eins, wo schon mal sichtbar ist in die Welt, wer dahinter steht. Deswegen gibt es ein Foto und dann geht es inhaltlich sofort weiter.